August J. Mordmann. Der Untergang der Carnatic. Captain Clifford, unser Kapitän, war mit seiner jugendgeliebten Fanny, der er mit leidenschaftlicher Liebe zugetan war, seit 2 Jahren verheiratet, als er, von ihr begleitet, auf seinem damaligen Schiffe, der englischen Bark Carnatic, eine Reise von Rio de Janeiro nach Batavia antrat. Das Unglück wollte, dass das Schiff weit aus seinem eigentlichen Kurse nach Süden verschlagen wurde und dem Gürtel des antarktischen Treibeises näher kam als rätlich. Bald war die Carnatic von Eisbergen und Eisfeldern umgeben, die ihre Fahrt immer gefährlicherer gestalteten. Anstatt sich aus dem Eise herauszuarbeiten, geriet sie durch den andauernd ungünstigen Wind immer tiefer hinein. Nach einer kalten und stürmischen Nacht war sie zwischen Schollen von fast unabsehbarer Ausdehnung geraten, die sich zusammenpressten und das Schiff hoben, sodass es, ohne im Übrigen Schaden zu nehmen, festsaß. Es war, da starker Frost eintrat, bald vollkommen eingefroren. Ein Bleiben auf dem Schiffe würde nur das Verderben der ganzen Mannschaft im Gefolge haben. Der vom Kapitän zusammenberufene Schiffsrat entschied sich einstimmig für das Verlassen der Bark. Die beiden Boote wurden mit großer Anstrengung in offenes Wasser gebracht und mit Kompass, Wasser und Mundvorräten versehen. Dann brach man auf. Das Boot, welches zuletzt abfahren sollte, wurde unter den Befehl des Steuermanns gestellt. In ihm sollte die Frau des Kapitäns Aufnahme finden, weil es größer war und mehr Bequemlichkeiten bot als das andere, das der Kapitän in Person führen wollte. Als die Mannschaft des ersten Bootes fort war, schickte Captain Clifford die des zweiten nach und beeilte sich, nachdem er das Schiffsjournal an sich genommen und noch einmal im Raume nachgesehen hatte, ihnen zu folgen, weil vom Süden her eine unheimliche weiße Wand heranrückte. Einer jener Nebel, die in Polargegenden oft einfallen und so außerordentlich dicht sind, dass man tatsächlich auf 3 Schritt Entfernung nichts mehr unterscheiden kann. Als der Kapitän sich über den Bug der Carnatic hinabließ, war es höchste Zeit, denn schon umhüllte ihn der Nebel und er war froh, als er in der undurchdringlichen, lichtlosen Luft sein Beiboot erreichte und die 5 Mann, die außer ihm die Besatzung ausmachten, beisammen fand. Das andere Boot war schon fort, aber niemand hatte es abfahren sehen. Man steuerte in dem dichten Nebel nordwärts, immer nach dem größeren Boot auslugend, aber man bekam es nicht wieder zu Gesicht. Den ganzen Tag und die ganze Nacht setzte man die düstere Fahrt fort. Als der Morgen graute, sprang ein heftiger Südost auf, der das Gute hatte, dass er den Nebel vertrieb. Gegen Mittag flaute der Wind ab. Bald darauf schimmerte durch die einförmige graue Masse der erste Fetzen blauen Himmels. Er dehnte sich immer weiter aus und nach einer halben Stunde lagen heller Sonnenschein und heitere Himmelsbläue auf den unruhig wogenden und mit leichten Schaumspitzen gekrönten Meeresfluten. Vom Eise war weit und breit nichts mehr zu sehen. Dagegen wurde ein anderer, erfreulicherer Anblick der Bootsmannschaft zuteil. In einer Entfernung von etwa 2 Seemeilen lag eine Brigg unter kleingemachten Segeln bei. Sie mussten dort an Bord guten Ausguck halten, denn kaum war das Schiff in Sicht gekommen, als dieses auch schon Manöver einleitete, um sich ihnen zu nähern. Captain Clifford schloss daraus, dass die Brigg das erste größere Boot schon aufgenommen haben müsse und, von diesem benachrichtigt,
nach dem zweiten ausgeschaut habe. Das erwies sich als richtig, denn der erste, der Clifford, als er hinaufgeklettert war, auf dem Verdeck entgegentrat, war sein Steuermann. Aber trotzdem erstarrte dem Kapitän beim Anblick seines Untergebenen das Blut in den Adern. Und das Antlitz des Steuermanns war totenbleich, als er mit heiserer Stimme fragte: »Wo ist denn Ihre Frau, Kapitän? Haben Sie sie nicht bei sich?« »Ich? Meine Frau? Sie war doch in Ihrem Boot.« »Allmächtiger Gott, nein!« Die übrigen Matrosen drängten sich mit verworrenen Rufen um Steuermann und Kapitän. Denn die wunderliebliche Penny Clifford war für sie alle wie ein höheres Wesen gewesen. Man hatte sie auch das Glück der Carnatic genannt. Aus dem in abgebrochenen Sätzen gestammelten Bericht des Steuermanns kam rasch die niederschmetternde Wahrheit zutage. Die Frau des Kapitäns, der allgemeine Liebling, war an Bord des im Eise eingeschlossenen Schiffes zurückgeblieben, allein, hilflos, einem sicheren Tode preisgegeben. Der Zusammenhang, so unerklärlich er anfangs erschien, war doch im Grunde sehr klar und einfach. Mrs. Clifford war mit der Mannschaft des ersten Bootes bis an den Rand des Eises gegangen. Wie sie aber abfahren wollten, bemerkte sie den heraufziehenden Nebel, und der erfahrenen Frau des Seemanns war es alsbald klar, dass eine Trennung der Boote nicht nur möglich, sondern vollkommen gewiss sei. »Ich bleibe bei meinem Manne«, rief sie entschlossen und sprang wieder auf das Eis zurück. Allen erschien das so natürlich, dass niemand daran dachte, sie zurückzuhalten. Die Mannschaft des zweiten Bootes war noch nicht eingetroffen. Die Frau winkte dem Steuermann zum Abschied zu und rief: »Ich gehe Ihnen entgegen. Fahrt ab!« Das Boot stieß dann auch ab und war nach wenigen Sekunden bereits so von Nebel eingehüllt, dass sie das Eis und alles darauf Befindliche aus dem Gesicht verloren. Das war das Letzte, was man von ihr gesehen hatte. Sie musste in dem dichten Nebel ihren Weg verfehlt haben und in einiger Entfernung von dem Kapitän und seiner Mannschaft vorbeigekommen sein, ohne sie zu bemerken oder von ihnen bemerkt zu werden. Den Seelenzustand des unglücklichen Kapitäns kann man sich vorstellen. Er war wie wahnsinnig und wollte über Bord springen und den tollen Versuch machen, das Eis schwimmend zu erreichen. Nur mit Anwendung von Gewalt gelang es, ihn zurückzuhalten. Der Kapitän der Brigg war von diesem furchtbaren Verhängnis so ergriffen, dass er mehr tat, als er eigentlich seinen Reederern gegenüber verantworten konnte. Er wich von seinem Kurs ab und steuerte südwärts, bis man das Treibeis erreichte. Hier kreuzte er 2 Tage, aber ohne Erfolg. Die Carnatic wurde nicht gesehen. Und der Brigg war es ohne große Gefahr unmöglich, bis zum festen Eise vorzudringen. Sie musste unverrichteter Sache ihren alten Kurs wieder aufnehmen. Die Verzweiflung Cliffords hatte einen stumpfen Dahinbrüten Platz gemacht. Erst als man sich Kapstadt näherte, trat in diesem Zustand eine Änderung ein. Er wurde wieder etwas redseliger. Seine umdüsterte Miene nahm einen ruhigen, sinnenden, ja, man möchte sagen, fernschauenden Ausdruck an. Er hatte das Wesen eines Mannes, der sich zu einem unabänderlichen Entschlusse durchgerungen hat. In Kapstadt rüstete Clifford einen kleinen Schoner aus, mit dem er auf eigene Faust eine Aufsuchungsreise nach den antarktischen Gewässern unternahm. Seine Frau, davon war er unerschütterlich überzeugt, lebte noch. Seine gesamte Mannschaft blieb ihm treu und begleitete ihn. Die Reise war erfolglos. Obgleich sie allen Gefahren trotzten, um die mit schwimmendem Eise bedeckten Gewässer nach allen Richtungen zu durchforschen. Man kehrte erst um, als die Proviantvorräte vollständig aufgezehrt waren. Noch einmal wiederholte Clifford diesen Versuch. Abermals vergebens. Dann waren seine Mittel erschöpft und er musste das in den Augen jedes Verständigen aussichtslose Unterfangen aufgeben.
Wenn ich sage jedes Verständigen, so sind darunter die Mannschaften Cliffords nicht mit einbegriffen. Er selbst ist ja unzurechnungsfähig und hat dafür eine vollwichtige Entschuldigung. Aber es ist merkwürdig. Seine fixe Idee hat auf eine so nüchterne und erfahrene Schar von Leuten wie seine ehemaligen Offiziere und Mannschaften ansteckend gewirkt. Denn, um das hier zu erwähnen, die Leute, die jetzt auf meinem Schiff der Lady Godiva dienen, sind noch immer dieselben, die auf der Carnatic gewesen sind. Und sie alle teilen den unverbrüchlichen Glauben ihres Kapitäns, dass sie eines Tages doch noch die Carnatic und Mrs. Fanny Clifford wiederfinden werden. Darum nehmen sie nur Dienst auf Schiffen, deren Dienst sie nach den südlichen Teilen des Atlantischen und des Indischen Ozeans führt. Sogar der Steuermann ist geblieben. Er hätte längst selbst Kapitän sein können, aber er verlässt seinen alten Vorgesetzten nicht und macht dessen Torheiten mit. Der Steuermann hat mir diese ganze Geschichte erzählt und sein fester Glaube an die Illusionen des Kapitäns rührt wohl daher, dass er ein Norweger und, wie viele seiner Landsleute, eine mystisch veranlagte Natur ist. Ole Johansen hat einen ganzen Abend auf seiner Wache mit mir darüber gesprochen und meinen ursprünglichen Skeptizismus stark erschüttert. Die Carnatic war, als sie verlassen wurde, noch vollkommen dicht und seetüchtig. Man konnte daher, wenn sie in offenem Wasser trieb, darauf rechnen, dass sie trotz ihres Mangels an jeglicher Besatzung nicht gleich verunglücken würde. Sie war allerdings im Eise eingefroren und daher mancherlei Gefahren ausgesetzt, aber die sind nicht so schlimm, wie man glauben könnte. Das Eisfeld, auf das sie gehoben war, hatte eine große Ausdehnung, sodass ein Zusammenstoß mit Eisbergen eine sehr fernliegende Eventualität war. Vielmehr musste diese eisige Umklammerung eher als eine Art Schutzwall dienen. Da sie nun bei den verschiedenen Expeditionen nicht aufgefunden worden ist, so ist die Annahme gerechtfertigt, dass sie mit seinem treibenden Eisfelde noch weiter südlich in den Gürtel des festen Eises geraten und dort vollkommen eingefroren ist. Die letzten Winter sind ungewöhnlich streng, die Sommer kalt und unfreundlich gewesen. Ein milderer Winter und ein früherer Sommer werden das feste Eis wegschmelzen und die Carnatic befreien. Sie wird ins Wasser sinken und von den vorherrschenden Strömungen nordwärts getrieben werden. Gegen diese Ausführungen Johansens hatte ich nicht viel einzuwenden. Ein Bedenken jedoch konnte ich nicht unterdrücken. Ich fragte ihn. Nach ihren Mitteilungen ist der traurige Vorfall vor ungefähr 3 Jahren passiert, nicht wahr? Genau 3 Jahre und 5 Monate. Wie wird, angenommen, dass alles so verlief, wie Sie sich vorstellen, Mrs. Clifford sich während dieser langen Zeit ernähren? Johansen lachte gerade hinaus. Wir hatten für unsere gesamte Mannschaft für 1 Jahr Proviant an Bord. Davon war höchstens 1/4 verbraucht. Mit dem Rest könnte ein starker Esser über 10 Jahre lang leben. Ich schwieg. Wie ich schon vorhin bemerkte, die Zuversicht dieser wackeren Leute hatte mich angesteckt. So unterdrückte ich meine Besorgnis, Fanny Clifford könnte der Kälte erlegen sein oder in einem Anfall leicht begreiflicher Verzweiflung Hand an sich selbst gelegt haben. Die Antwort würde lauten, das könnte sein, aber es müsste nicht. Übermorgen fahren wir von hier weiter. Ich bin von derselben unvernünftigen und fieberhaften Spannung ergriffen wie meine Schiffsgenossen. Es sollte mich nicht wundern, wenn eines schönen Morgens die Carnatic vor uns auftauchte, eine weiße Gestalt an der Brüstung stehend, die uns zuwinkte. Das Abenteuer des Captain Clifford hat ein so hochdramatisches Ende genommen, dass ich noch jetzt nicht ohne die tiefste Erschütterung daran denken kann. Bis in meine Träume hinein verfolgt mich das Erlebnis und ich fahre in Schweiß gebadet und an allen Gliedern zitternd auf, wenn ich noch einmal sehe und höre, was ich dort sehen und hören musste.
Die Eisverhältnisse waren dieses Jahr besonders günstig und man dürfte darauf rechnen, dass wir dem Pol näher kommen würden, als sonst möglich war. Unter diesen Umständen wuchs die Spannung an Bord unserer Lady Godiva mit jeder Stunde. Und als eines Mittags der Kapitän ankündigte, wir hätten heute den Breitengrad erreicht, unter dem damals die Carnatic eingefroren war, da ging es durch uns alle wie ein Erschauern. Noch segelten wir südwärts und diesen Kurs änderten wir erst am nächsten Tag, als wir an das feste Packeis kamen. Dann wurde der Bug des Schiffes nach Osten gerichtet und wir blieben, soweit es ohne Gefahr geschehen konnte, dicht an der Grenze des Eises. Nachts wurden die Segel beschlagen und wir legten bei, damit wir nicht etwa in der Dunkelheit an der Carnatic vorbeifuhren. So waren wir 3 Tage gesegelt und hatten dabei auch den Längengrad erreicht, unter dem die eingefrorene Carnatic lag. Wir fuhren unmittelbar über den Fleck hinweg, wo sie gelegen haben musste. Und obgleich die Sonne bei heiterer Luft hell schien und weit und breit keine Spur von einem Schiff zu sehen war, hatten wir doch alle ein Gefühl, wie man es haben mag, wenn man die Nähe eines Geistes ahnt. Wir warfen das Blei und hatten mit 120 Faden Grund. Der Talg am unteren Ende des Bleis brachte Kies und Sand herauf. Hier lag kein versunkenes Schiff. Am nächsten Morgen winkte mir der Steuermann Ole Johansen zu, um mir heimlich etwas mitzuteilen. Sein Gesicht war blass. »Ich will's dem Alten nicht sagen«, flüsterte er mir zu, indem er auf den Kapitän zeigte, der mit einem Fernrohr den ganzen Horizont absuchte. »Aber Sie sollen es wissen, weil Sie von uns allen der Ungläubigste sind. Merken Sie auf meine Worte und denken Sie daran, wenn Sie wieder zweifeln wollen. Heute Nachmittag werden wir die Carnatic sichten.« Ich starrte den Mann mehr erschrocken als ungläubig an. »Ja, Sie werden es erleben«, fuhr Johansen fort. »Ich bin heute Nacht aufgewacht und da habe ich es gesehen. Die Carnatic schwimmt noch und in wenigen Stunden werden ihre Masten am Horizont auftauchen. Dort, im Nordosten. Und dann...« »Sie haben geträumt, Mensch«, sagte ich. »Das ist der Alp. Da bildet man sich ein, dass man wacht und in Wirklichkeit schläft man.« »Naja, wie Sie meinen«, erwiderte Johansen gleichmütig. »Wir werden ja sehen. Passen Sie nur auf, wie es kommt. Ich habe deutlich den Namen Carnatic am Bug gesehen. So nah war ich heran.« »Und die Frau des Kapitäns?« »Davon weiß ich nichts. Das Gesicht erlosch mit dem Augenblick, da wir das Boot aussetzten. Aber aus dem Nebel ist dann noch ein anderes Bild aufgestiegen.« Er neigte sich zu mir und flüsterte mir etwas ins Ohr, was mich bis an die Lippen erbleichen machte. Das Mittagessen ging sehr schweigsam vorüber. Clifford war von einer Unruhe erfasst, als habe er ebenso wie Johansen eine Ahnung, dass die Erfüllung seiner Wünsche unmittelbar bevorstehe. Kaum hatte er einige Löffel Hühnersuppe gegessen, als er aufstand und wieder auf das Verdeck eilte. Johansen sah ihm gedankenvoll nach und nickte. »Wir haben noch eine Stunde Zeit. Lassen Sie uns essen. Wer weiß, ob wir nachher noch Appetit haben.« Trotzdem beeilten wir uns nach Möglichkeit und folgten dann dem Kapitän nach oben. Merkwürdig. Die gesamte Mannschaft war von demselben Fieber verzehrender Ungeduld ergriffen und stand vollzählig an Deck, vom Bug und über das Bollwerk hinweg nach Nordosten blickend. 4 Glasen zum Zeichen der abgelaufenen vollen Stunde schlug der Mann am Steuer an. Es war 1 Uhr nachmittags. Das Fieber meiner Erwartung war auf einen unerträglichen Grad gestiegen. Noch 1/4 Stunde verging. Da ertönte vom Mastkorb herunter der Ruf. »Schiff ahoi!« Ein Schiff in diesen Breiten. Es konnte kein anderes sein. Johansen stand bei mir. Stumm sahen wir beide uns an. Jedem war der letzte Blutstropfen aus dem Gesichte gewichen.
Wo? Rief der Kapitän hinauf. Der Mann wies mit der Hand nach links und vorn. Clifford sprang ans Steuer und drehte selbst das Rad, bis der Bug des Schiffes gerade nach dem Himmelsstriche wies, wo unser Ausguck das Schiff gesichtet hatte. So, stetig, unterwies Clifford den Mann am Steuer. Nord-Nordwest, 2 West. Ei, ei, erwiderte der Matrose. Der Kapitän nahm sein Fernrohr und stieg selbst in den Mastkorb hinauf. 5 Minuten sah er unausgesetzt nach der Gegend, wo das fremde Schiff sichtbar war. Dann schob er das Fernrohr zusammen und kam langsam herunter. Es ist ein Dreimaster, sagte er. Und es ist, ich kenne ihn. Es ist die Carnatic. Und nun zuckte es plötzlich in seinem starren Gesicht. Und die Tränen stürzten ihm aus den Augen. Er nahm seine Mütze ab und hielt sie, wie betend, in den gefalteten Händen vor das Gesicht. Von den Matrosen wischten sich einige mit dem Ärmel über die Augen. Andere starrten unverwandt ins Weite. Die Masten knarrten, der Wind pfiff im Tauwerk. Sonst war es an Bord der Lady Godiva so still wie in einer Kirche. Das Kielwasser schäumte und gurgelte hinter unserem Heck in schnurgerader Linie. Nach einer Viertelstunde konnte man die 3 Mastspitzen mit bloßem Auge erkennen. Noch eine Viertelstunde weiter und wir sahen, dass der fremde Segel und steuerlos in der Dünung schlingerte. Das Boot wurde hergerichtet, um gleich zu Wasser gelassen zu werden, sobald wir dem verlassenen Schiff so nahe gekommen sein würden, dass eine weitere Annäherung gefährlich wurde. Es war fast keine Überraschung mehr für uns, als wir nach dem Verlauf von 1,5 Stunden den vom Wetter hart mitgenommenen Rumpf so weit unterscheiden konnten, dass sein Zustand das jahrelange Verlassensein des Dreimasters zur Gewissheit machte. Nun drehte sich der Rumpf schwerfällig ein wenig und der letzte Zweifel schwand. Dort stand in verblichenen goldenen Buchstaben Carnatic. Ein Bild trostloser Öde und Melancholie war das unglückliche Schiff, dessen Planken von Farbe entblößt waren, dessen Segelbruchstücke in kurze Fetzen zerrissen an den Rahen hingen, dessen Tower und Wand in jene Lockerung aufwiesen, die dem Auge des sorgsamen Seemannes ein so widriger Anblick ist. Wir waren so nahe, dass wir das Knarren der Masten und das Knirschen der rostigen Ruderketten hören konnten. Das Boot wurde bemannt. Captain Clifford, Ole Johansen, ich und 6 Matrosen stiegen ein. Und wir ruderten nach dem Schiffe hin. Während der ganzen Fahrt wurde kein Wort gesprochen. Für einen Nichtseemann wäre es schwierig gewesen, auf das Verdeck des ziemlich hoch aus dem Wasser aufragenden Schiffes zu gelangen, da keine Treppe und kein Tau hinaushing. Johansen aber und der Kapitän kletterten ohne große Mühe hinan, und der Erstere half mir hinauf. Als ich fröstelnd und aufgeregt vom Bollwerk auf das Deck sprang, war der Kapitän schon die Kajütentreppen hinuntergeeilt. Wir folgten langsamer. 2 der Matrosen, die ebenfalls an Bord geklettert waren, begaben sich in den Raum und in die vorn gelegene Mannschaftsunterkunft, um auch diese Örtlichkeiten zu durchsuchen. In der Kajüte fanden wir nichts, auch im Schlafzimmer des Kapitäns nichts. Das Suchen der Matrosen blieb ebenfalls erfolglos. Stundenlang setzten wir unsere Nachforschungen fort. Und wir würden jetzt das Schiff wieder verlassen haben, wenn uns nicht ein eigentümlicher und unheimlicher Umstand zurückgehalten hätte. Die Luft in der Kajüte und im Mannschaftsraum war dick und muffig, wurde aber, da wir alle Türen und Luken öffneten, bald besser. Und nun merkten wir, dass ein beängstigendes Gefühl, dass wir in der Kajüte nicht loswerden konnten, nicht, wie wir anfänglich geglaubt hatten, der schlechten Beschaffenheit der Luft,
sondern etwas anderem zuzuschreiben war. Während uns auf dem Verdeck und in allen übrigen Räumlichkeiten des Schiffes nichts auffiel, hatten wir in der Kajüte ein beklemmendes Gefühl, von dem sich mir die Haare sträubten. »Wie ist Ihnen hier?«, fragte mich Johansen, und ich las in seinen Augen, welche Antwort er erwartete. »Wie Ihnen, Maat«, erwiderte ich. »Ich sehe niemanden, aber...« »Es ist außer uns noch jemand da«, vollendete Johansen den Satz. Das war's. Und wir merkten Clifford an, dass es ihm ebenso gehe wie uns. Darum ließen wir mit Suchen nicht nach und suchten an den unmöglichsten Stellen, auch an solchen, wo wir schon gesucht hatten, immer wieder. Die Sonne stand schon tief am Horizont, als wir endlich, voll müder Traurigkeit, unsere Bemühungen aufgaben. Der Kapitän bedeutete uns, dass er noch einmal in die Kajüte gehen wollte, um nachzusehen, was von dort zu bergen der Mühe wert sei. Wir wussten aber, dass dies nur ein Vorwand sei und Clifford noch einmal allein und ungestört an dem Orte sein wollte, wo er so lange mit seinem Weibe glücklich gewesen war. Wir achteten dieses Gefühl und blieben oben an der Treppe stehen. 2 Minuten mochten verstrichen sein. Da hörten wir einen lauten Schrei und stürzten hinunter. Als wir in die Kajüte eintraten, sahen wir deutlich, wie die Tür zu einer der Seitenkabinen zugeschoben wurde. Ein einfacher und doch grauenhafter Umstand. Denn außer uns und dem Kapitän war kein irdisches Wesen im Zimmer. Doch etwas anderes nahm unsere Aufmerksamkeit zunächst in Anspruch. Der Kapitän saß starr und reglos auf dem Sofa. Er war tot. In der Hand hielt er einen Fetzen bunter Wolle. Seine offenen Augen trugen den Ausdruck des Entzückens. Sein Antlitz war wie zu einem freudigen Lächeln verzogen. Johansen und ich drückten uns wortlos die Hand. Das war's, was wir gefürchtet hatten, seit wir Johansens Visionen kannten. Er hatte nämlich geschaut, wie man die Leiche des Kapitäns nach Seemannsart in das Meer versenkte. Doch waren damit die grauenhaften Umstände noch nicht erschöpft. Der Schrei, den wir oben gehört hatten, war ein weiblicher gewesen. Und in der Kabine, deren Tür vor unseren Augen zugeschoben worden war, fanden wir, als wir endlich den Mut fassten, einzutreten, eine zur Mumie eingetrocknete weibliche Leiche, die von Johansen und den Matrosen als Mrs. Fanny Clifford erkannt wurde. Sie trug ein buntes, wollendes Kleid, dem am Ärmel das abgerissene Stück fehlte, das wir in Cliffords Hand gefunden hatten. Noch eins darf ich nicht unerwähnt lassen. Jene Kabine war von uns wie jeder andere Raum des Schiffes vorher genau durchsucht worden, ohne dass wir darin eine Spur von Mrs. Clifford gefunden hätten. Wir hatten nur den Gedanken, von dem unheimlichen Schiff so rasch wie möglich fortzukommen. Wir ruderten nach der Lady Godiva zurück und erst nach geraumer Zeit hatten wir uns so weit überwunden, dass wir noch einmal an Bord der Carnatic zurückkehrten, um dem Verstorbenen ein christliches Begräbnis zuteilwerden zu lassen. Wir holten die Leiche des Kapitäns zu uns an Bord und baten sie in der Nacht in der Kajüte auf, nachdem wir sie in Segeltuch eingenäht und eine eiserne Kugel an ihren Füßen befestigt hatten. Meine Anregung, auch die verstorbene Frau des Kapitäns in gleicher Weise für das Begräbnis vorzubereiten, war auf den hartnäckigen Widerstand der Seeleute gestoßen. Keiner wollte, um die Leiche zu holen, an Bord des verfluchten Schiffs zurückkehren. Alle meine Vorstellungen und Bitten waren vergebens. Ich nahm mir vor, diese am nächsten Morgen zu wiederholen. Aber was in der Nacht geschah, war derartig, dass ich selbst um alle Schätze der Welt nicht auf die Carnatic zurückgekehrt wäre. Ich war nämlich, wie wir alle, noch lange wach geblieben. Da
kurz vor dem Schlafengehen wurde ich noch einmal von Johansen auf das Deck hinaufgerufen, um etwas zu sehen, was die gesamte, auf dem Hinterdeck stehende Mannschaft mit Staunen und Grausen erfüllte. Die Carnatic trug die vorgeschriebenen Lichter. Grün an Steuerbord und rot an Backbord. Und die Kajütenfenster waren hell erleuchtet. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Und doch sollte auch mit diesem nächtlichen Spuk noch nicht die letzte Szene dieser furchtbaren Tragödie gekommen sein. Als wir die Leiche des Kapitäns über die Reling in ihr nasses Grab hinabgleiten ließen, erhob sich, unser stilles Gebet unterbrechend, plötzlich ein gemeinsamer Ruf aus allen Kehlen. Die Carnatic, die nur wenige Kabellängen von uns entfernt dahintrieb, kränkelte ohne ersichtliche Ursache stärker als bisher erst nach Backbord und darauf nach Steuerbord über und schoss dann jählings mit dem Buge voran in die Tiefe. Die Wellen liefen in wirbelnden Strudeln über der Stelle ihres Untergangs zusammen. Der Schaum spritzte in die Luft. Die Lady Godiva schwankte in den von dort herüberkommenden Wogenreihen, die ihren Weg weiter nach Süden fortsetzten. Und dann war alles vorbei. Wir hatten gestern die Carnatic genau untersucht und wussten gewiss, dass sie nur sehr wenig Wasser im Rumpf und nirgends ein Leck hatte. Der Untergang des gespenstischen Schiffes war ebenso unerklärlich wie alles andere, was mit ihm zusammenhing. Thank you.